Was ich irgendwie so was ganz Schwieriges finde, damit haben wir uns halt auch beschäftigt, ist, inwiefern wir gar nicht mehr wirklich frei sind im Netz. Wir werden von so vielen Quellen beeinflusst und es wird alles vorgefiltert. Mit Algorithmen und von eben verschiedenen Unternehmen und den Interessen von irgendwelchen großen Unternehmen. Und das finde ich, ist schwierig, weil dann hat man gar keine eigene Auswahl mehr und dann wird alles irgendwie so vorgekaut, wirklich. Und dadurch entwickeln wir uns alle so in eine gleiche Richtung hin und gar nicht mehr so unterschiedlich und irgendwie mehr, gar nicht mehr so individuell. Und das finde ich ganz schade. Ja, das fordern wir eben ja auch, dass diese Algorithmen eben genommen werden, also wieder ausgeschaltet werden sozusagen, dass man selber sich seine Identität suchen kann und nicht diesen Trends folgen muss, die es eben gibt, weil das gerade groß in der Werbung ist und so weiter, dass man eben nicht 5-mal eine Waschmaschine kaufen muss, nur weil man sich einmal dafür interessiert hat. Oder gibt es ja ganz viele Beispiele, dass man eben seine Freiheit wieder zurückbekommt im Internet, um sich die Meinung so zu bilden, wie man auch sich dafür interessiert und seine Identität eben zurückerlangt. Ich finde einfach, es soll ein freies Netz sein. So. Einfach nicht, weil ich jedes Mal nur CDU-Sachen google, dass mir dann eben nur die konservative Meinung der CDU vorgeschlagen wird, sondern eben einfach auch ganz viele verschiedene andere Positionen oder genauso umgekehrt. Einfach, dass mir viele verschiedene, also einfach alle Angebote, die das Netz bietet, auch wirklich gezeigt werden. Ja, das ist einfach, dass man die Vielfalt hat. Warum nutzt man das nicht? Die gibt es ja, warum nutzt man sie nicht? Und das ist ja eben auch so, wenn man dann zum Beispiel einmal auf so eine rechtsradikale Seite kommt, würde ja dann bei dem Algorithmus beim nächsten Mal auch wieder sowas vorgeschlagen werden, möglicherweise. Und deswegen ist es ja dann gut, wenn es frei wäre, dass man dann eben wieder auch auf den anderen Zweig kommen kann, sozusagen. Das ist ja auch so wichtig. Mir ist es aufgefallen bei einem Freund von uns, der am Anfang sehr nur eben auf so dieser einen Quelle war, dass der wirklich immer auch sehr diese eine Meinung auch wirklich behalten hat. Und dann ist er so mal auch mit in den Diskurs mit uns gekommen und seitdem hat er irgendwie eine komplett andere Meinung und hat die anderen Sachen viel mehr einbezogen. Das finde ich so krass, wie das einfach sich ändern konnte, nur weil er eben nicht mehr diese eine wirkliche Quelle hatte sozusagen und diese eine, was eben die Meinung ihm vorgegeben hat oder erzählt hat, was ja auch nicht unbedingt ein Fehler ist, sondern auch dazu beitragen kann, die Meinung zu bilden, aber weil es eben nur das eine war, war er so festgeschrieben auf seiner Meinung und seit er dann mit uns eben geredet hat und also nicht nur mit uns, aber mit allen und vielen, hat er sich eine komplett andere Meinung gebildet und ist jetzt viel offener auch vor allem. Und ich finde, das ist auch das Coole, was eben das Netz eigentlich bieten kann. So, wenn man klein ist und bei den Eltern aufwächst, dann kriegt man natürlich automatisch erstmal bis zur Pubertät oder so, übernimmt man dann die Meinung von den Eltern oft. Ne? Und sobald man dann irgendwie selbstständiger wird und im Netz unterwegs ist, dann kann sich das nochmal so ändern, weil es eben so viele Meinungen gibt im Netz und so viele coole Berichte und coole Gedanken, die dann einfach Impulse geben können. Und das, finde ich, ist gerade so das Schöne und das sollte genutzt werden. Ich finde es total wichtig, dass man sich einfach bewusst wird, wie sehr man manipuliert wird im Netz und wie sehr man unter dem Einfluss von ganz vielen verschiedenen Interessenparteien steht und eben gar nicht so viel Freiheit hat, wie man eigentlich meint. So, und das, finde ich, ist total wichtig. Das ist einfach alleine schon das Bewusstsein dafür zu haben, das ist schon ein ganz großer Schritt und das ist irgendwie wichtig. Also, ja. Und den Mut aufzustehen, eben nicht sitzen zu bleiben, was wir auch gesagt haben, was zu tun und nicht einfach faul zu sein und das zu nehmen, was man kriegt, sondern wirklich sich selber irgendwie frei macht davon und nicht eben einfach nur sagt, ja, ist ja nicht so schlimm, passiert schon nichts, irgendjemand anders wird jetzt, passiert ja mit den anderen Leuten auch, sondern wirklich für sich selber sagt, nein, das will ich nicht und ich möchte daraus aufstehen und selber mich entscheiden können, frei sein davon, dass man eben diesen Mut dazu hat. Ja, seid kreativ, seid innovativ, macht euer eigenes Ding. So. Ja. Lasst euch nicht so viel vorgeben. Ein langer Prozess. Geschafft ist es wirklich nicht, weil was kann man denn machen? Ja. Also irgendwie Adblocking und sowas. Das ist schon eine Möglichkeit. Aber viel kann man nicht tun. Da ist man einmal auf Facebook, was ich kaum auch, ehrlich gesagt, kaum noch nutze. Und da sind dann die ganze Zeit so Sachen, wo du denkst so, das habe ich irgendwie neulich gegoogelt, das ist komisch, warum ist das jetzt da? Oder irgendwie solche Sachen. Da kann man sich gar nicht von entfliehen im Netz. Und das, finde ich, ist das große, große Problem. Ja, ist auch auf dem Handy, haben wir auch heute Morgen festgestellt. Ja. Wir waren irgendwie, haben uns einmal was interessiert oder waren hier und dann hat es uns direkt vorgeschlagen, wie der Weg dahin geht, als wir es googeln wollten, wie wir
laufen sollen, hat direkt gewusst, hier französische Straße, da müsst ihr hin. Und es hat es direkt gewusst und wir wollten das gar nicht in dem Sinne, aber wie sollen wir dann die Ordnungsdienste ausschalten, dann finden wir den Weg nicht mehr. Also es ist total schwierig, sich da so seinen eigenen Weg durchzubahnen, wenn eben alles noch da ist und man sich davon nicht wirklich lösen kann, weil es eben so fest und eingeschränkt ist von so großen Unternehmern und so weiter. Also ich denke, das Problem ist einfach, dass vielen Menschen das gar nicht bewusst ist. Und man könnte das so einfach lösen, wenn einfach viel mehr Menschen darauf aufmerksam gemacht werden würden. Und dann würde einfach dann nochmal so ein Umschwung passieren, weil sich dann einfach das Interesse der Nutzer ändern würde und dann würden Unternehmen vielleicht auch ganz anders darauf reagieren. Und wir hätten einfach viel mehr Freiheit im Netz. Das wäre so gut. Aber irgendwie keiner weiß das, habe ich das Gefühl. Das ist das Problem, dass eben keiner darüber Bescheid und auch viele Leute das so halb wissen, aber sich dann denken, ist ja nicht so schlimm, passiert schon nichts. Und quasi. Wir sind halt auch irgendwie alle faul. Also was ich halt befürchte, ist, dass es jetzt immer weiter so geht und dass es verschlimmert. Dass wir da immer tiefer reinfallen, immer mehr Kontrolle, immer mehr Filterung irgendwie. Und das finde ich, ehrlich gesagt, echt gruselig. Und ich hoffe einfach, dass das nicht passiert, sondern dass wir jetzt, wo es vielleicht noch gar nicht so schlimm ist und wo es den meisten auch noch gar nicht als schlimm erscheint, dass jetzt einfach schon was passiert. Dass es eben nicht noch viel, viel weiter reingeht und noch viel schlimmer wird.